Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jänner ist der Daniel. Wie gehabt? Ja, haben Jänner, wir schon ein paar Mal gesehen. Jänner ist der, nicht der Jänner, sondern der Sascha. Ja. Ich bin der Sascha und wir reden heute über den 13. Dezember. Am 13. Dezember hat Geburtstag wer? Taylor Swift. Taylor Swift hat Geburtstag, ist ja auch ein Schnuckelchen, ne? Ist ein Schnuckelchen, muss man sagen. Mir zu Ehren so, ist sogar ein Auto benannt worden, kennst du vielleicht, Suzuki Swift? Ja. Ist. War der vorher oder haben die Eltern von Taylor gesagt, ach guck mal, ist im Swift gezeugt worden? Das könnte natürlich, das ist ja wie bei Paris Hilton. Ja, ja richtig, ja. Genau. Wie bei Paris Hilton. Ja, ja. Ist im Swift gezeugt worden. Das ist mit Sicherheit. Das ist bestimmt so. Das ist, so. Ja, ist ja auch eng im Swift, da kann man ja nicht viel machen. Wie mit dem blöden Spruch da, mein Sohn heißt Waldemar, weil es im Wald geschah. Genau das Gleiche. Kann man so verstehen lassen? Okay. Ja. Am 13. Dezember 1957 haben die Bundesrepublik, Frankreich, Italien und die Benelux-Länder haben den Passzwang aufgehoben. Wow. Ja, also das heißt, also, wenn man von A nach B fahren wollte innerhalb dieser Länder, musste man keinen Pass mehr vorzeigen. Genau. Also Ausweispflicht ist ja schon gegeben. Ja. Ja, das sind ja diese Personalausweise, aber Passpflicht, so wie wenn man jetzt in andere Länder mit einem Visum oder sowas reisen muss heutzutage noch, ist seit 1957 zwischen Deutschland, Frankreich, Italien und den Benelux-Ländern, das heißt Belgien, Niederlanden, Luxemburg, nicht mehr gegeben. Ja, ein großer Schritt in der Globalisierung. Richtig, ja. Aber am 13. Dezember ist noch etwas. Ja, Lucia-Fest in Schweden. Das traditionelle Lichterköniginnenfest. Das hat seine Bewandtnis, denn in der Zeit am 13. Dezember ist die Wintersonnenwende. Ah. Ja, es ist in Schweden so, dass zu der Zeit 6 Stunden Licht am Tag zur Verfügung stehen. Tageslicht. Okay. Weiter nördlich sogar noch, wenn es Richtung Lappland geht, kommt die Sonne überhaupt nicht mehr über den Horizont. Da ist es permanent Nacht. Ja. Ich war da vorne am Polarkreis, war ich da irgendwie in der Nähe. War's kalt? In Schweden. Nee, es war nicht kalt. Ich war in der entgegengesetzten Jahreszeit dort. Mhm. Das war, als es nicht mehr dunkel wurde. Ach, cool. Genau. Da war es die ganze Nacht hell im Prinzip. Es war immer so 19, 20 Uhr, hat man irgendwie gedacht. Es war aber die ganze Nacht komplett so halb hell irgendwie. Mhm. Und es war auch warm. Da sind dann die Schweden bei 17 Grad. Bei uns in Deutschland sagt man 17 Grad, ja, angenehme Zeit. Aber die sind da mit freiem Oberkörper Quad gefahren. Und das war echt nicht warm. Aber für die war das ja Hochsommer, ja, in dem Moment. Ja, bei 17 Grad. Schweden, ne? Schweden. Die Schweden kennen das halt ein bisschen anders. Wenn da ein Brasilianer gewesen wäre, der hätte Mütze und Handschuhe angehabt. Ja. Aber am 13. Dezember ist auch ein Film in die deutschen Kinos gekommen, den ich persönlich ja Weltklasse geil finde. Den habe ich als Kind ja geliebt. Das Krokodil und sein Nilpferd mit Bud Spencer und Terence Hill. Habe ich mitgespielt, ja. Ja, nur damals mehr Haare im Gesicht und auf Kopf. Aber man könnte wirklich meinen... Terence Hill ist deins. Ja, und auch Terence, naja. Ja, man könnte doch irgendwie so. Ich habe ja auch blaue Augen, ne? Ja. Aber mehr auch nicht. Terence Hill, Putzenze. Ja, genau. Ja, das war der 13. Dezember. Ja, morgen ist der 14. Dezember. Und was sagen wir immer am Schluss? Lasst mal ein Like da. Und was noch? Abonniert mal den Channel. Ach, jetzt wird so langsam Zeit. Ey. Auch eine Idee. Ja, wenn ihr es schon gemacht habt, dann ist alles gut. Ja. Und wir sehen uns morgen wieder. Dann wieder ganz viel Angeberwissen. Cheerio, Miss Sophie.